Ave Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich. Kriegsberichterstatter Vorgrim. Hat schon gut abgekriegt. Okay. Du solltest... Kollege, was soll denn das? Du solltest nach da hinten, damit der Typ dich nicht gleich abmetzelt. Denn du hast eine spezielle Aufgabe. So. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Mach mal lieber ein paar von denen. So zwei. Und vielleicht noch einen von denen. Vielleicht auch noch Plumbumbarum. Haben wir noch nie gemacht. Nimm das! So, muss die Gesundheit meiner Leute im Auge behalten. Na, es wird krass. Er brennt. Er brennt gut. Ja. Okay. Noch ist niemand besonders. Er kann nämlich auch zaubern übrigens. Oh. Zeit, diese stinkende Orkhaut abzulegen. Bei allen Stinkdämonen. Könnt ihr euch noch erinnern? Oh Mann. So, da ist er in seiner Vorerstgestalt. Ihr wisst, ne? Die Leute haben diese Viecher haben drei verschiedene Verzauberungsstufen. Einmal, wie sie irgendwie erscheinen, wie zum Beispiel halt der Großinquisitor. Dann können sie so aussehen und ja. Und dann die Echsenform. So, jetzt wird er erst richtig gefährlich, weil jetzt kann er zaubern. Warum ist Georg schon wieder vorne? Das soll nicht. So. Oh, guck mal. Unsere Leute haben wieder volle Amazone Ausdauer. Voraus. Das ist natürlich vorteilhaft. Zum Angriff. Was ich auch noch gerne machen würde, das ist... wo ist denn das Charisma-Elixier wird kaum was bringen. Mut-Elixier. Okay, okay, okay. Kann er das nehmen? Nimm diese Bratwurst, Kollege. Mut-Elixier. Trink mal, Mädchen. So, und ich versuche mein Bestes. Der Trall da ist mir jetzt erstmal egal. Der ist jetzt zwar unter uns, aber... So. Und nachdem ihr diese Elixiere getrunken habt, geht ihr bitte her und macht... Für die Königin! Für auf Frese. Ha! Wir werden das schaffen, Leute. Wir werden das schaffen. Jetzt kann er es mit dem Umschmeißen auf die Reihe kriegen. Hoffe ich mal. Den Georg von Alion, den lasse ich jetzt erstmal da, wo er ist. Und du machst mal nochmal schön finden hier. Komm schon. Finde dich selbst. So, was? Moment. Ich habe verklickt. Verklickt nur eins. Aha. Ich verklicke hier ständig, weil ich total nervös bin. So, auf die Fräse. Lass das mal Vorgrim machen. So, dann macht mal. Da hinten stampfen die Oger rum. Nimm das! Warum kann ich nicht sehen? So, der zaubert nämlich auch. Oh, er hat einen Trall da verzaubert. Schied es echt viele. Okay, jetzt gilt's. Der schläft hier. Somnigravis tiefer Schlaf. Okay. Ah, der zaubert, der Schweinehund. Mach ihn platt, ehe er zaubern kann. Ha, umgeschmissen, geil. So, kann er denn noch? Machen wir gleich noch einen Umschmeißer auf ihn. Für Ardo! Und dann immer schön drauf. Ja, ein Rohr. Sag mal, ihr habt doch noch Mut-Elixiere, ne? Wo sind denn die Mut-Elixiere? Er könnte doch eigentlich auch mal ein Mut-Elixier söffeln. Söffeln? Was?
Und er könnte mal nochmal Waffenbalsam, weil er ist schon wieder aufgebraucht, glaube ich. Und Waffenbalsam. Das kann man Ich also muss über mal helfen. Charaktere übergreifend machen, das finde ich gut. Zu euren Diensten. Wenn du nicht gleich die Klappe Alle hältst, mal Kollege, dann, hergehört. na. So, wer hat denn hier noch Amazone voran. Schleifsteine? Hat hier irgendjemand Schleifsteine? Schleifsteine? Mit einem Zungenschlag? Schleifstein drauf. Schleifstein. So, und halt. Was mache ich hier? Anzeigen über den allen Köpfen wurden aktiviert. Was ist das für ein Teufelskram? Ja, ich. Was? Lass das Hast mal du das vorgehen mitgekriegt? machen. Ja, und den Trall da können wir nicht steuern. Ich lasse das mal so. Jetzt geht's los. Es gilt. Anzeigen über allen Köpfen wurden aktiviert. Ich muss das mal kurz. Ja, ach so. Schadenanzeige. Vielleicht wäre das ja ganz gut. Macht ihn platt. Jungs, Mädels. Sterb. Warum kriegt der Typ keinen Schaden? So, Georg, du könntest mal. Ihr fragt euch sicherlich schon, warum ich Georg nicht in den Kampf schicke. Mach mal ein Plumbum-Barum. Ich werde jetzt mal was anderes probieren. Einfach nur, weil ich es gut finde. Ich will eigentlich seine Zauberkraft möglichst behalten, falls unsere Leute so viel Schaden nehmen, dass ich sie hochzaubern muss, die ich hier hochheilen muss. Momentan haben wir noch keinen Schaden genommen. Der Tralda pennt noch fleißig. Ein Okay. Zwerg, ein Wort. Kann Ich nehme die sie? Sache in die Hand. Okay. Es scheint irgendwie nichts zu helfen, wenn er liegt. Warum nimmt er keinen Schaden, der Junge? Oh, fuck. Er nimmt keinen Schaden, weil... Alter, der Typ ist unverletzbar oder was? Sagt bloß, er kann nur durch Magie verletzt werden. Er ist unverletzbar. Fuck it. Er brennt. Unsere Leute brennen auch. Lächerlich. Okay. Schluss mit der Scharade. So, da ist er in seiner. Arcacorium, lass mich ihre Seelen ernten. Schrumbrakor, wiederum. Wir haben wieder volle Power. Warum keine Astralenergie? Warum hat Georg nicht volle Astralenergie? Er hat ein Schild noch immer. Ich werde ihm. Ich geb jetzt alles. Ich muss jetzt einfach. Also der ist schon gut abgenommen, aber warum werden die Schadenspunkte nicht angezeigt? Ist das jetzt durch das Amazone O, dass ich voran. das ausgeschaltet habe? Ich habe nämlich aus Versehen eben auf eine Taste gehauen. Und ich dachte, das wäre eigentlich nur, ne? Weißt du nicht, Zum wovon ich rede? Angriff. Alter, das ist so eine Spannung gerade. Für Obwohl wir schlagen uns Ado. eigentlich ganz gut, bisher keinen Bei Schaden meiner genommen. Axt. Ich glaube, das war letztes Mal anders. Wer Aber sonst als ich? es ist sowieso. Ich muss noch mal sagen, es gibt keine Aha. Härtestufe in diesem Spiel, keine Schwierigkeitsstufe. Stich Ich habe und nicht auf weg. leicht oder so gestellt. Könnt ihr selber nachgucken. Es gibt keine Schwierigkeitsstufe bei dem Spiel. Und ja, ne? Also ran. Haut den blöden Drachen endlich in Stücke. Ich schalte mal die Dinger wieder ein hier. Ah. Ah, so funktioniert es. Also man kann das ein- und ausschalten. Ui. Alter. Boah, irgendjemand ist. Georg ist gerade umgefallen. Warum ist denn der auch nach vorne gelaufen, der Vogel? Und ist tot. Ja. Ich Mal so nehme die Sache instant. in die Hand. Mal so Für instant die einfach Königin, getötet. für Rondra. Ein Zwerg, ein Wort. Ja, mach Bei mal. meiner Axt. Tralda ist noch am Leben. Das ist gut. Oh, fast hinüber. Alter. Sag bloß, wir killen den in einem Zug durch. Oder? Ich bin begeistert von meinen Lahonten. Amazone voraus. Das war letztes Mal Komm, anders. Letztes komm. Mal habe ich also vor circa 10 Jahren bin ich hier wahrscheinlich irgendwie 3, 4 Mal raufgegangen. Alter, ne? Killt ihn! Ja! Ja! Yeah. Ja! Allerwenigstens.
Puh. Na? Gorkai. Wir wollen nicht gegen euch große und starke Krieger kämpfen, die das Schlangenwesen vernichteten, das uns täuschte und unseren Anführer Blutfang mordete. Unschoch Gortom. Wir werden nun gehen. Lasst die Waffen Ruhe finden. Ja, besser so für dich. Die Orks sind abgezogen. Bruce Willis. Ein weiterer Kampf wäre hart geworden. Ich danke euch für eure Hilfe, aber mit wem habe ich die Ehre? Mit niemandem, stirb langsam. Ich bin Georg von Alion, Streiter der Drachenqueste. Im Auftrag des Orakels bin ich hier, um das drachische Artefakt aus eurer Obhut zum Tempel der Hesinde nach Ferlok zu bringen. Doch wie es scheint, muss ich nicht euch, sondern diese Malgorra um seine Herausgabe ersuchen. Ihr habt das Leben meines Sohnes gerettet. Dafür gebührt euch mein Dank. Doch verratet mir eines, wenn ihr wirklich im Sinne des Orakels handelt, so könnt ihr mir sicher sagen, wie viele Götterläufe vergangen sind, seitdem der erste Streiter den Ruf des Drachen vernahm und unter welchem Zeichen ihr wandelt. 783 Götterläufe sind seither vergangen und an 10. Stelle werde ich im Zeichen der Weisheit, des Mutes und der Stärke wandeln. Doch auch Entbehrung, Schmerz und Verzweiflung werden mich auf meinem Pfad ereilen. Als ich das erste Mal gespielt habe hier und er das gesagt hat, habe ich gedacht, ich muss mich jetzt an den ganzen Kack erinnern, den der komische Metalldrache da im Tempel in Ferdok gesagt hat. Und ich dachte so, ach du meine Güte, da. Ja, ihr sprecht die Wahrheit. Ich hoffe, ihr seht mir die, warte mal. Ist wirklich nicht gut, mit dem Rülpser im Hals Bruce Willis zu sprechen. Also nochmal. Ja, ihr sprecht die Wahrheit. Ich hoffe, ihr seht mir die übermäßige Vorsicht nach. Doch ich musste sicher gehen, dass ihr seid, für wen ihr euch ausgebt. Das wirkliche Auge des Drachen wird wie ein altes Familienerbstück behütet und ist seit jeher bis zum letzten Blutstropfen von allen verteidigt worden, die danach trachteten, es sich anzueignen. Das wirkliche Auge? Wie meint ihr denn das? So wie ich es gesagt habe. Meinem Großvater, einst Selbststreiter der Drachenqueste wie ihr, ist seinerzeit das Orakel im Traum erschienen. Als er das Drachenauge fand, ward er angeleitet, das Artefakt zu hüten, bis der 10. Streiter einst kommen würde, um es auf Geheiß des Orakels an sich zu nehmen, um sein Schicksal zu erfüllen. Er gab es weder den Hesinde-Geweihten, die es von ihm forderten, geschweige denn anderem Volk, dessen Interesse wohl nur in der plumpen Gier nach Schätzen liegen konnte. Sogar einen Eid erlegte er sich und seinen Nachkommen auf, das Auge des Drachen zu beschützen, bis der Tag gekommen wäre, es wieder freizugeben. Er versteckte es in den Gewölben seiner Burg und schützte es mit tödlichen Fallen. Doch was ihr nicht wissen könnt, er platzierte dort nicht etwa das wahre Auge des Drachen, sondern nur eine Replik. Das wahre Auge pflegten die Erben Rutgars von den Silberfällen stets bei sich am Leibe zu tragen. Ihr tragt es bei euch? Malgorra hat es also nicht geraubt? Huhu! Allerdings, hier ist es. Im Gegensatz zu ihr seid ihr vorher bestimmt... Ist eine Quest gegen... Ja, und jetzt könnt ihr was sehen. Upsi. Ich danke euch drei. Ihr seid ein würdiger Nachkomme eures Großvaters. Ich werde sogleich nach Ferdok aufbrechen. Doch was habt ihr nun vor? Burg Grimzahn ist zerstört. Sieht doch noch eigentlich ganz gut aus. Ein bisschen Lack drauf und ein paar Bretter annageln und schon ist wieder alles wie neu. Und alle eure Leute gefallen. Sehe ich nicht. Zuerst muss ich nach Ferdok, um Graf Grovin persönlich Bericht zu erstatten. Ihr werdet mich in seiner Residenz finden. Bitte betrachtet alle Gegenstände, die ihr in den Gewölben fandet, als euren Besitz. Hätte ich nicht anders erwartet. Ich habe dafür gekämpft. Sie wiegen nur einen Bruchteil dessen auf. Oh, sie wiegen eine Menge, Kollege. Was das Leben meines Sohnes für mich bedeutet. Solltet ihr auf eurem Weg noch einen tapferen Streiter an eurer Seite brauchen, scheut euch nicht, mich beim Grafen um Hilfe zu ersuchen. Ja, er wird mit uns rumlaufen und er ist, glaube ich, ein ebenbürtiger Tank für Vorgrim, ne? Ich danke euch, Ritter Tralda, für das großzügige Angebot und alles andere. Gehabt euch wohl. So, Freunde, Spielstand Autosave gespeichert. Ja, wir könnten jetzt hier looten, bis die Finger bluten.
Der hier interessiert mich, Noldrukon. Was hat der denn dabei? Och, einen großen Zaubertrank. Drachenblut, Ausdauertrank. 30 Dukaten können wir schon mal mitnehmen. Och, guck mal, Georg hat sich einen Auerburu geholt. Nix. Ja, hol den mal. So. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass der hier was Gutes dabei hätte. Söldner Gundwein ist tot. Unser halsloser Gundwein. Friede seiner Asche. Ahahaha, man. Tut der Soldat. Die Heller nehmen wir mit. Den Rest vom toten Soldaten lassen wir liegen. Ah. So, Ork. Wurfbeil nehmen wir mit. Einbärensaft. Ein Zwerg. Nimm du mal den Einbärensaft. Nimm du diese Bratwurst. Ich muss es immer wieder machen, weil der Horst, der mag das so gerne, wenn ich den Bratwurstwitz bringe, der eigentlich gar nicht witzig ist. Heller, Waffenbalsam. Ich will das Waffenbalsam, verflixte Axt. Inventar ist voll. Wundpulver. Waffenbalsam. Waffenbalsam. Balsamwaffe. So. Können wir eigentlich nochmal in das Gewölbe unten zurück? Also nicht, dass ich es machen möchte. Aber jetzt könntet ihr mir das wahrscheinlich auch verzeihen, weil wir haben endlich den Bosskampf gemacht. Und er ist wirklich um einiges glimpflicher abgelaufen als das erste Mal, als ich ihn gespielt habe. Wundpulver. Also hier geht gut was ab. Oh, Kurzschwert interessiert mich meine Wurst. Nichts gegen Wurst. Wurst ist gut. Leichte Armbrust interessiert mich meine Wurst. Ich will nur das Geld. Kompliziert. Einbärensaft. Ein Wurfbeil. Wer kann denn hier noch Einbärensaft einstecken? Ich will wirklich alles. So. Könnten wir theoretisch noch... Nein, wir können theoretisch nicht zurück in den... in die Kelle rein. Was redet der Trall da für einen Quatsch? So von wegen, wir können da noch... ne? So. Freunde, Nachbarn, Landsleute. Warte mal. Der Traller steht da noch rum. Wer steht denn da sonst noch? Ach so, sein Sohn. Warte mal, reden wir mal mit Pena. Hab Dank für eure Hilfe. Geile Friese, Alter. Junge. Eins kann ich euch versprechen. Malgora wird für all das hier bezahlen. Ja, ich werde eine Mauer bauen und Malgora bezahlt dafür. Ich wünsche euch viel Glück auf eurem weiteren Weg. Irgendwann will ich mal so stark und mutig sein wie ihr. Nur wenn du immer irgendwie wo rumstehst, wo sowas abgeht, dann wirst du dieses Alter nicht erreichen. Ja, dann viel Glück, junge Penis. Pena von den Silberfällen. Entschuldigung, ich muss das tun, weil, ihr wisst ja. Habt ihr noch Fragen? Ritter Tralda, was geschieht jetzt mit eurem Sohn, wenn ihr nach Ferdok geht? Er wird mit Hügelbold in der Burg bleiben, bis ich zurück bin. Oh, Hügelbold. Er erzählt mir von dem heldenhaften Kampf, der hier tobte. Viel zu erzählen gibt's da eigentlich nicht. Es war ein furchtbares Gemetzel. Fast schon sowas wie stirb langsam. Mein Großvater hatte vieles bedacht, doch solch einen Ansturm konnte selbst die mächtige Burg Grumzahn nicht aufhalten. Mögen die Götter den Seelen meiner tapferen Mannen ihre Anerkennung schenken. Ritter Tralda, was geschieht? Ja. Tschüss. Tralda. La 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 la. So. Ich glaube, wir verpieseln uns mal von hier. Jo, möchtest du Burghof endgültig verlassen? Du wirst anschließend nicht mehr hierher zurückkehren können. Mhm. Guck mal, wo wir überall schon nicht mehr hin können. Nach Avestreu können wir nicht, wir können nicht in Moorbrücker Sümpfe. Ich würde so gerne mal wieder im schlammigen Stiefel Met trinken. So. Ardus Anwesen? Ich glaube, nee. Wir wollen nicht in die Grafenstadt. Wir wollen zum Praios-Platz. Also da Haupteingang. Ach, gar keine Reise. Oh, Freunde. Das wird jetzt... ich muss euch schon mal auf was vorbereiten. Es wird jetzt eine ordentliche Sortiererei geben, weil wir müssen den ganzen Kram so sortieren, dass wir aus der Waffenkiste das rauswerfen, was Müll ist oder was nicht so wertvoll ist und dann verkaufen. Und dann gehen wir erstmal eine ganze große Handelsrunde machen. Ich glaube, ich muss vielleicht schon wieder mal austreten. Aber wir haben jetzt den Kampf hinter uns. Ist das nicht geil? Da ist Salina wieder da. Ich vermisse Salina. Warte mal. Tradition. Sortelater Tarnsbär. Ist das süß?